Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Ja, wir sind ja auch mit einem Kampf. Wir müssen Farah mal da oben abliefern. Wir haben Unmengen von Türmen hier. Ich weiß gar nicht, was wir damit sollen so richtig, aber da wird uns schon was einfallen. So, die Shreks rücken hier auch irgendwie immer noch vor. Wir haben keinen von den Türmen beschädigt sogar. Okay, ich hätte ja damit gerechnet irgendwie, dass da noch Gegner sind, aber nö, scheinbar nicht. Und wie durch ein Wunder haben tatsächlich beide Sleipnir-APCs hier überlebt. Ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben. Das hier wurde gar nicht beschossen. Oh, das hat aber Strukturschaden. Yes, Commander. Ja, vielleicht war das schon so. Ich behaupte einfach, es wäre schon so gewesen. Oh, und dann... Oh, ich sehe schon, wie das Ganze läuft. Wir werden dann wahrscheinlich hier in diese Richtung verteidigen müssen. Da werden wir die Türme einfach als Spotter benutzen. Da können wir uns schon mal drauf einrichten, ne? Weil hier hinten, warte ganz ehrlich, ist die Karte nämlich zu Ende, wie es aussieht. Ja. Ah, der Berg ist aber noch drin. Von hier hinten kann theoretisch auch jemand kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir dann verteidigen wollen am besten. Vielleicht hier einfach so einen Perimeter ziehen. Oder hier von ganz oben irgendwie. Waiting for orders. So, ein bisschen unwegsam das Gelände hier. Got it. Das können wir da natürlich zu unserem Vorteil ausnutzen. What's up, boss? Up high. Wo fährt der jetzt wieder hin? Okay, der bewacht da das Tor vielleicht. Keine Ahnung, was sein Plan ist. Da können wir doch direkt hinter sprinten. Übers Dach oder nicht übers Dach oder... Hauptsache alles kaputt machen hier. Ja, die machen sich da in der Nähe vom Tor gemütlich, auf jeden Fall, die Jungs. Waiting for orders. Jumping. So, hier drehe ich mich schon mal in die Richtung, aus der ich mit dem nächsten Angriff rechne. Waiting on you, Commander. Ich würde gerne auf dieses Haus oben drauf, habe ich mir gedacht. Das müsste doch eine super Schusslinie auf alles geben. So, und das Haus hält das zum Glück auch aus. So kriegen wir ja auch irgendwie eine erhöhte Position hin. Nö, da könnten wir nur zwischen den Häusern parken. Dann machen wir es halt so. Was ist das denn? Ein Sniper-Turret? Ja. Heavy sogar. So, da hinten tut sich immer noch gar nichts. Das macht mich ein bisschen nervös. So, Jin parkt hier direkt neben dem Turm. Ah, okay, sie ist drin. Wir hängen noch in der Luft, aber sie ist schon mal vorgelaufen.
Okay, Control Center schnappt sie sich. Und dann kann sie mit der Übertragung anfangen. Ja, bitte. Einfach konzentrieren und ruhig sein. Be advised. I'm seeing heavy activity on all Directorate Comm channels. You're about to have company. Okay, das Direktorat weiß Bescheid. Das ist doch gut. Dann bekommen wir vielleicht wirklich was zu tun. Oh, ich brauche noch einen schönen Screenshot. Das ist ein schöner Screenshot. Ich weiß es nicht. Hat er jetzt einen Screenshot gemacht? Ah, ich denke schon. Wenn nicht, Pech gehabt. So, ja. Ich denke, wir sind fertig erstmal. Ach, die landen hier mittendrin? Nee, ist das vor der Tür? Ist auf jeden Fall in der Nähe der Tür. Ja, schön. Haben sie sicher gut ausgedacht. Junge, jetzt übertreib halt nicht. Jetzt denkt er bloß, weil er hier so einen popeligen Orion hat, kann er hier voll die Action machen oder was? Vor allen Dingen, unsere Shreks stehen halt voll in deren Rücken. Leute, wollt ihr nicht eigentlich ganz woanders sein? Ich meine, das könnte echt übel für euch enden. So, noch einen Screenshot gemacht hier. Orders? I hear ya. So, Behemoth, Attacke. Oh ja, auf den Quick Draw. Ah, der Quick Draw ist noch dran. Und die anderen sind geguardet. Gladiator, Outrider, Skirmisher. Ja, vielleicht reservieren wir erstmal. Überlassen der gegnerischen Lanze den Vortritt. Oh, da schießen sie auf das am weitesten entfernte Ziel tatsächlich. Was so clever ist. So. Ah, okay. Ein Mech stellen sie immerhin für den Shrek ab. Ob das reicht? Ich bin mir da echt unsicher. So, da schlägt noch ein bisschen was bei Jin ein. So, und jetzt wir. Dann schauen wir mal. Die haben keinen Ausweichdingsbums. Die haben welche. Es sind echt drei Quickdraws und ein Orion. Commander. Dann würde ich sagen, schießen wir einfach auf den nächsten Quickdraw für den Anfang. Copy that. Machen wir ansonsten gar nichts. Ah, der ist nicht instabil. Das kann er vielleicht ja Shrek korrigieren, wenn er nicht hier clever ist und einem von denen in den Rücken schießt. Nee, klar, er schießt auf den Typen, der ihm die... Oh, das war ein Kopftreffer in Kopf. Kopftreffer in Kopf, ja klar. Wohin sonst? Kopftreffer im Bauch oder was? Mit 50 Punkten Schaden. What can I do for you? Das wollte ich eigentlich sagen. Time to die. Ja, sehe ich auch so. Lassen wir es mal ein bisschen tot regnen. So, fokussieren die sich wenigstens? Ja. Dem geht es echt nicht gut, ne? Die rechte Seite vor allen Dingen. Wie unsteady ist denn der? Nicht unsteady genug. Aber rechte Seite, ich glaube, das könnte ein Fall für Jin werden. Aber der natürlich nicht dicht genug rankommt. So, Jin, jumpy jumpy.
Wahrscheinlich werde ich ihn jetzt nach vorne ziehen und dann wird direkt da hinten in unserem Rücken irgendwas spawnen. Das sehe ich schon. Ach, wir haben ja auch noch Türme. What's up, boss? Ja, Türme sind natürlich auch cool. Den könnte ich echt direkt von der rechten Seite nageln. Da ist die Chance, dass er stirbt, echt hoch. I copy. Ungefähr so. Also, haben die PPC-Carrier ordentlich mitgeholfen hier. So, der fällt auch um. Sein Arm ist kaputt. Das ist natürlich bitter. Das war die AC. Schieß doch einfach auf den, der am Boden liegt, ja. Und dann auf den Center Torso vielleicht. Ich meine, da hat er nichts. Wir müssen doch den Shot nicht auf den rechten Torso callen. Nein, das war mein Lieblingsturm. Nee, stimmt nicht. Hä? Weh? Was war das denn für ein Move? So, der hat noch 36 Punkte im Center Torso. Waiting on you, Commander. Lich. Tu es. Here we go. Did you see that? Did you see it? Tja, ich hab's mitbekommen, Glitch. Voll aufgeregt. Ja, schießt auf Jin. Das ist... genau. Ich glaube, Jin wird gar nicht mehr bis zur Front kommen, so wie es aussieht im Moment. Ready for orders. Ach, der hier lebt auch noch. Klar, hey. In dem Fall würde ich sagen, wir reservieren. Dann kann Jin da einen kleinen Sensorlock lostreten. Ja, wenn die Shreks nicht vorher irgendwie die Evasion komplett abgebaut haben. Aber schießt einfach dem Orion in den Rücken. Schießt ihm in den Rücken. Rücken. Das ist schon mal komplett falsch. Wie groß ist denn mein Sensorradius? Ich sehe den gerade gar nicht. Ah, da ist er. Ja, ich werde nach hier springen. Jumpy, jump, jump. Okay. So, was macht der Quick Draw? Schießt er auf ihn? Jo. Receiving you. Na so. 90%. Sehr gut. Target lock on enemy 6. So, der Nächste, der jetzt drauf schießt, wird ihn auf jeden Fall umschmeißen, wenn es nicht nur Energiewaffen sind. Ja klar, macht dann Sensorlock. Ist kein Thema. Ready for orders. So, wir schießen von hinten auf ihn, stimmt das? Oh ja. 44. Puh, könnte sterben, muss nicht sterben. Engaging multiple targets. Ja,
So, das war das Center Torso. One less target. Ja, super easy, wenn wir jetzt zwei Shreks haben und Unmengen von Türmen. Der wird jetzt ganz wenig Spaß haben, befürchte ich. Aber so richtig wenig Spaß, wie es aussieht. So, mal sehen, vielleicht kann Jin ihn direkt so, ne? Zusammen mit den Shreks quasi. Ich meine, die Shreks sind in super Position. Wenn die jetzt irgendwie Kacke fahren, dass sie ihn nicht von hinten angreifen, dann würde ich ein bisschen ausrasten. Ich meine, es wäre jetzt nicht der Untergang, aber die KI wäre dann einfach so strunzdumm. Im Center Torso hat er sogar noch hinten Panzerung. Komm ich auch mal einen Move hin in eine vernünftige Reichweite? Nee. Ja, Jumpy Jump Jump, aber wirklich nur so dicht, wie wir unbedingt ran müssen. Beziehungsweise. Von hier aus habe ich auch schon 95%. Aller Scheiß. Jin, beweg dich mal langsam vor. Vorsichtig, 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 ganz vorsichtig. Ja, genau. Hier nur so ein bisschen um den Turm rumsneaken. Das könnte auch ein geiler Screenshot sein. Er ist nicht dicht genug dran am Turm, damit es wirklich geil aussieht. Eine Menge. Na gut, wenn wir ihm halt den Center Torso irgendwie wegfetzen könnten. Ach, wisst ihr was? Ich bin heute cool. Ich schieße auf den Kopf. Oh, oh, da war mindestens ein Kopftreffer dabei. Ein zweiter wäre noch cool gewesen. Na gut, wir lassen unseren Verbündeten natürlich auch ein bisschen Spaß. Will ich was machen? Wie viel Munition habe ich hier noch? 8 Salben. Ach, hier könnte man noch eine halbe Salbe draufhauen. Oh schon. Kopf, 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 Kopf. Vielleicht auch nicht Kopf. So, da wird er nochmal. War der nicht schon Sensor gelockt, diese Runde? Commander. Keine Ahnung. Taking the shot. Ah, beinahe wäre instabil gewesen. Jetzt ist er instabil. Commander. Engaging. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Orion will gar nicht sterben. Oh, war das ein Kopftreffer? Der Kopf und Torso sind bei ihm so furchtbar dicht zusammen, deswegen kann man das manchmal gar nicht so richtig sagen. Er ist erst in Phase 1 dran. Können wir ihn schmeißen? Ja, könnten wir. Bringt uns das was? Er hat schon eine Verwundung. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wir probieren es trotzdem mal. Locking on. Ready for orders. So, ein bisschen Munitionssparmodus muss schon sein. Wir manövrieren hier auch gar nicht gegen den einzelnen Mech. So, das ist noch eine Verwundung. Er fällt um. Das ist dann seine dritte Verwundung. Und eine Wunde hat er noch, die er kassieren kann. What can I do for you? Du könntest alles, was du hast, auf diesen Mech schießen. Special und ihn damit ausschalten. Ja, der liegt im Wald. Von daher wird es nicht ganz funktionieren.
aber. Another hit like that, eine Ammo Explosion haben wir noch. Das ist noch eine Verwundung. Das ist schon seine vierte. Outshot Head. Geil. Okay, Assault Max, ja, von hinten. Habe ich doch gesagt. Oh, ich sehe nicht Jäger. Noch eine Lanze? Oh nein, okay. Okay, sie ist gelandet, aber wir haben ein Problem, weil da Aerospace Fighter unterwegs sind. Okay, wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Okay, braucht noch ein paar Minuten. Und dann müssen wir sie wahrscheinlich abholen, ne? So, vier Runden. Ja, nicht an unseren Rücken laufen. Okay, auf den Turm schießen, ja. Also du bist schon mal kein Assault Mac. Du bist auch kein Assault Mac. Die schießen mir meine schönen Türme kaputt. Was soll denn das? Was haben wir denn hier? Ein Banshee, das ist ein Assault Mac. Der Battlemaster ist auch ein Assault Mac. Also auf wen wollen wir uns dann konzentrieren? Ein bisschen auf den hässlichen Jäger. So, und jetzt nehmen wir die aber mal ordentlich in die Zange hier, die Jungs. Kann ich nicht einen Jump mit vier Chevrons machen und trotzdem in eine richtig coole Position kommen? Scheinbar nicht. Ja gut, dann schnappen wir uns den hier halt von vorne. Passt schon. Firing Jump Jets. On it. So, instabil ist er schon mal. Target's taken a critical hit. Deswegen sind diese Plus Stability aller M's halt richtig, richtig, richtig geil. So, ja, einfach nur drehen wäre total cool. Nichts anmerken lassen ansonsten. Zzzzt. Aha. Ja, da steht irgendwas im Weg, deswegen nur 85%. Achso, der Turm ist im Weg. Das macht nichts, es sollte auf jeden Fall reichen, um ihn umzuschmeißen. Tut's auch. Sein linker Torso sieht richtig kacke aus. Und das Center Torso dementsprechend auch. Weil wenn der linke Torso durch ist, bleibt vom Center Torso nicht mehr viel übrig. Komm ich noch ein Stück dichter ran? Nee. In dem Fall drehe ich mich einfach nur. Ich könnte. Ne, Multitarget kann ich auch nicht. Nicht schlimm. So, nee. Kommando zurück. Kommando zurück. Was ist denn im linken Torso drin? Die AC-5 Ammo. Dann wäre eine Seite schon mal ausgeschaltet. Ich glaube, ich werde tatsächlich, auch wenn es natürlich 12% unwahrscheinlicher ist, auf seinen linken Torso zielen. Und der Überschuss geht dann sowieso in den Center Torso. Okay, da ist der Center Torso sogar noch vorm seitlichen Torso in die Luft geflogen. So, Shrek, was machst du? Kriegst du eine Schusslinie? Nope. Ja, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. PPC in den Rücken bringt kein Entzücken. Das kann ich euch so auf jeden Fall bescheinigen. Banshee und ein Battlemaster. Und einer von denen darf sich sogar noch bewegen.
Engaging jump jets. So, Jin, du bekommst hier die volle Packung heute. Jo, einfach direkt ins Center Torso. Wir machen locker genug Schaden. Engaging target. Enemy mech destroyed. So, und schon sind wir wieder bei 44. Da wurde jemand gesensorlockt. Da würde ich mich ärgern, wenn ich in dem Battlemaster sitzen würde. Holy crap. Ja, ist halt ein Battlemaster, ne? Hm. Was soll ich dazu sagen? Ja, wenigstens sind wir alle vor denen dran. Der Banshee ist auch nicht so schwer gepanzert. Und hier gibt es direkt den Knockdown, oder was? Ganz knapp dem Knockdown. Dem Knockdown entgangen hier. 280. Ah, das schaffen wir nicht ganz. Der Banshee ist guarded. Das ist ein bisschen blöd. So, wir wollen den Banshee auf jeden Fall instabil bekommen. Multiple enemies locked in. Den Battlemaster werden wir gleich umschmeißen. So, wie sah das aus? Nicht so top. What can I do for you? Okay, gut, dann können wir vergessen, den umzuschmeißen. Da ist der Knockdown, sehr gut. Es ist noch ein bisschen viel im Center Torso, befürchte ich. Es sind 250, 7, ich könnte es schaffen. So ein bisschen exponiert hier. So, theoretisch mache ich genug Schaden. Praktisch auch. Enemy mech destroyed. Also. Warning. Heat exceeding recommended level. Battlemaster schon mal komplett im Eimer. Yes, Commander. Affirmative. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was der Banshee gleich anfängt. Ich denke nicht, dass er Jin ignorieren wird. Doch, tut er. Das war dumm. Warum ist die KI so? Ah, er ignoriert ihn gar nicht. Mit dem Medium Laser. Er bereitet für seine Freunde vor. Nimmt Jin einen Ausweichchevron weg. Das war ein bisschen sinnlos. Aber durch die Türme ist es halt echt ziemlich easy, ne? Es ist direkt schon peinlich, dass Jin da halt
am Rücken getroffen wurde. Receiving you. So, ich weiß, wer nicht mehr guarded ist. Und ich weiß, wer dadurch ein Problem hat. I copy. So, ein bisschen ausweichen hier. Optimale Reichweite für alles. Perfekt. Let's see how you like this. My mech is overheating. Noch nicht, noch nicht. Good to go. Ach, ich würde der Jin jetzt gern dran sein lassen, aber diese Option habe ich leider nicht. Roger, so, schmeiß einen Umglitch. Want some more, huh? So, das ist schon mal eine Verletzung. Und der Knockdown Nummer 2. Da brauchen wir noch ein bisschen was. So, Becker, gar keine Hitze. Kommt hier in optimale Reichweite für alle Waffen. Perfekt. Lifting off. So, Junge, schalt ihn aus. Roger that. Nope. Auf dem Kopf doch nicht. Ja, okay. Zum Glück haben sie den Center Torso statt des Kopfes getroffen. Attention, forces of the Orano Restoration. This is Commodore Samuel Ostergaard, formerly of the Concord Navy. As of today, I no longer serve my country. I come to you as a grieving father, not a Torian sailor. My actions on my own. Okay, was hat er vor? In 3 minutes' time, my ship will enter weapons range of your position. At that time, your lives will come to an abrupt end. I suggest you pray to whatever gods you... Okay. So, wir müssen Farah noch abholen. Ich denke, da hat der Virus gerade sein Schiff getroffen. Kann ich mir vorstellen. Acknowledged. I leap! I soar! So, mal sehen, ob uns hier Gegner gleich am Fliehen hindern wollen. Ja, okay, also, sie muss uns sie jetzt abholen. Evac Point. Wo ist der Evac Point? Mission successful. Okay, kein Evac Point. Sie hat alles in die Luft gesprengt. Herrlich. So soll's sein. So, alles geschafft. War nicht weiter schwierig tatsächlich, dadurch, dass wir so viele Türme dabei hatten dann. Ja, der Mech hat ein bisschen intern Schaden erlitten, am Kopf nicht. Okay, das ist schon mal gut. Ja, Killverteilung. Geht hier nach Aussehen, würde ich sagen. Was haben wir da noch? Ein Battlemaster. Ich meine, ich krieg eh keinen. Jetzt kriege ich einen Catapult C1. Ne? Der erste, auf den wir treffen, tatsächlich. Einen Orion können wir uns noch zusammenschrauben. Ich meine, jetzt kommt wahrscheinlich sowieso noch eine Mission. Keine Ahnung, ob wir da vorher noch irgendwas schrauben können.
Die sind beide auch echt nice. So viel Zeug hier. Alles klar. Ich habe meine Ausrüstung gefunden. Habe ich noch irgendwas bekommen? Nee. So, schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Allzu viel dürfte es, wie gesagt, nicht mehr sein. The Challenge. Oha, was da? Okay, die Iberia ist kaputt. Sie redet mit ihrem Onkel. Ja, okay, jetzt sollte er den Krieg beenden hier. Ja, es ging ihm immer um die Leute. Hätte er auf sie gehört, er hätte sie auf ihn gehört, hätte er niemals den Thron übernommen. Klar, es geht ihm nur um Wohlstand und Glorie. Ja, und da hat das Reich so verändert, dass die Identität komplett umgekehrt wurde. Gib auf. Ja, wir sind schwächer, als wir es jemals zuvor waren. Das ist richtig. Ja, bald kommen die Haie an, um sich die Reste zu schnappen. Ja, es geht ums Hier und Jetzt. Beende den Krieg, du Typ. Okay, gibt er auf oder opfert er seine letzten Soldaten auch noch? Oh, er überlässt uns Koromodir. Und dann kommt Victoria und sagt, nein, auf keinen Fall, niemals. Ja. Und er hat ihr halt gesagt, wenn sie scheitern, dann wird das Reich sterben. Ja, sie haben schon verloren. Das würde jetzt nur noch mehr Leben kosten. Ja. Und sie sollte halt 11.000 Leute auf Perdition töten. Und jetzt regt er sich über verlorene Leben auf. Ja. Versagt, komplett vorbei. Und sie sagt aber nein, sie gibt nicht auf. Sie hält ihren Vater jetzt für einen Feigling, okay. Aber sie ist ein echter MacWarrior. Und wird deswegen sterben, bevor sie die Niederlage einräumt. Ja, wie ein echter MacWarrior halt, ne? Einer, der vielleicht nicht so lange lebt. Oh, ihre Lanze gegen Kameas Lanze. Auf dem Turniergrund. Ach, jetzt kommt das Turnier doch noch zustande, ja. Bis auf den Tod. Ja, hat das Massaker auf Perdition nicht gereicht, nicht genug Leute getötet. Ja, verstehen wir nicht, ist so.
Ja, okay. Also in der Arena, sie möchte das Match unbedingt haben. Im Austausch für Alex. Sonst zerstampft sie ihn mit ihrem Battlemag. Okay, sie lässt sich auf den Kampf ein, Kamea. Ja, wir machen unsere MacWarrior bereit. Ja, und jetzt werden wir Raju rächen. Auf dem Turniergrund treffen wir uns. Und beenden den Krieg. That mech you wanted is back online. That mech you asked for is cleared for fighting. So. Wir nehmen Glitch mit, wir nehmen Decker mit, wir nehmen Jin mit, wir nehmen unseren Battlemaster. Der hat Schaden eingesteckt. Okay, wir nehmen den Atlas mit, ich will nicht Behemoth, ich will Jin. So, wir nehmen den Atlas mit auf jeden Fall. Wir nehmen den Awesome mit. Und wir nehmen den Katapult mit. Oder den Thunderbolt. Wir haben noch einen Orion K. Okay. In dem Fall Awesome. Du kriegst einen Atlas und Jin nimmt seinen alten Orion K. Der hat kein Cockpit-Board drin. Der hat nur Standardlaser drin. Das ist aber auch nicht der richtige. Wo ist denn unser... Der mit der Gausskanone? Ah, hier. Der hat einen Cockpit-Board drin. Ja, passt. Den nehmen wir. Und Lady Arano in ihrem Atlas 2. Nice. Ja, das werden wir allerdings beim nächsten Mal machen. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das, sobald wir hier noch wahrscheinlich eine Szene übersprungen haben. Ne, ich mache einfach direkt hier an der Stelle Schluss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.